Das Ruhrgebiet, Anfang der 80er Jahre. Nach dem Niedergang von Kohle und Stahl hatten die Neonazis ein leichtes Spiel. Als ich in der Schule dagegen meine Meinung äußerte, hätte es mich fast umgebracht. Hallo, wir sind hier in der Gedenkhalle Oberhausen und hier wird vom 2. September bis zum 29. Oktober die Ausstellung meiner autobiografischen Graphic Novel Drei Steine zu sehen sein. Neben den Originalzeichnungen und Studien zu meinem Comic gibt es auch einen umfangreichen Multimedia-Teil, der auch speziell für Jugendliche zugeschnitten ist. Am 2. September um 18 Uhr beginnt hier auch die Vernissage zu der Ausstellung, zu der ich herzlich einladen möchte. Es moderiert Matthias Wieland. Die Gedenkhalle Oberhausen wurde 1962 als erste NS-Gedenkstätte in Westdeutschland eröffnet. Sie befindet sich im südlichen Flügel des Schlosses Oberhausen. Mehr Informationen zu den Lesungen und Workshops rund um die Graphic Novel Drei Steine finden Sie auf der Webseite www.dreisteine.net.